Okay, also wir kommen jetzt zum zweiten Höhepunkt, nämlich der Präsentation von diesen irre vielen Rückmeldungen zu unseren Fragen. Wir werden das nicht in der Reihenfolge, wie die nummeriert waren, machen, sondern wir werden anfangen mit der Frage, wie wir uns zu Parteien eigentlich positionieren sollen. Wir machen dann weiter mit der Frage, was mit dem OB-Wahlkampf? Da haben wir ja gerade schon Hannesens Sicht drauf gehört. Dann kommen wir zu dieser Frage, die die Gemüter gerade alle erregt. Was geht, soll mit den Demos weitergehen? Dann die Frage, soll sich der Widerstand zu neuen Themen öffnen? Die Frage, Ideen für neue Strukturen oder Änderungen der Strukturen des Widerstands selber. Und als letztes die große Richtungsfrage. So, wer präsentiert denn die Parteien? Reinhard Vohwinkel, bitte. Ich werfe erstmal, wir haben, also gut, ich muss noch zwei Worte vorweg sagen. Also ich habe es vorhin schon kurz gesagt, es 500 Antworten mal x Fragen, es war wirklich Wahnsinn und es waren dann sechs Teams, die die Fragen ausgewertet, die haben Blut und Wasser geschwitzt, die haben Tag und Nacht gearbeitet. Es sind auch ganz normale Leute aus dem Widerstand, so wie du und ich, die nicht täglich solche riesigen Mengen an Daten auswerten und versuchen, sinnvolle Zusammenfassungen zu schreiben, also ganz wahnsinnig. Wir werden jetzt die Präsentation so machen, dass wir erstmal so einen groben statistischen, sage ich mal in Anführungsstrichen, Überblick kriegen. Also das ist natürlich alles nicht repräsentativ, aber ihr seht da schon, wo die grobe Richtung zu jeder Frage hinläuft und im Anschluss werden wir dann inhaltlich berichten, was hauptsächlich von den vielen Leuten gesagt worden ist. Okay, soll ich dir die Statistik hinlaufen? Ja. Also, Reinhard Vohwinkel. Ich habe während dieser Arbeit, die ich auch das erste Mal gemacht habe, den Eindruck bekommen, das ist was Historisches, was wir da machen. Mit dieser Umfrage zum Beispiel. Es ist ein historischer Vorgang und eigentlich sollten hier das Fernsehen und alle großen Tageszeitungen Deutschlands vertreten sein. Sie wird was verpassen. Die Frage lautete, wie sollen wir uns gegenüber den Parteien positionieren? Zunächst einmal, nicht alle sind offensichtlich der Meinung, dass wir uns überhaupt positionieren müssen oder sollen. Einer hat geschrieben, wir haben doch die Stuttgarter Erklärung. Das ist doch eine Positionierung. Okay, es gab aber dann doch ernsthafte Auseinandersetzungen mit dieser Frage. Stark im Vordergrund stand die Kritik an den Grünen. Das ist sicherlich für jemanden neu. Sie wurde in etwa einem Drittel der Antworten geäußert. Ich will da im Einzelnen nicht darauf eingehen, dass, wenn man so sagen, so die Schärfe oder auch Weichheit der Antworten hat eine breite Skala abgedeckt. In der von mir genauer untersuchten Sequenz von 200 Antworten, das weist schon darauf hin, dass ich nicht alle 400 oder 500 Antworten ausgewertet habe, zeigt die Probleme, die wir hatten, diesem Riesenansturm innerhalb von insgesamt vielleicht einer Woche überhaupt zu begegnen. Da lässt sich sicherlich noch manches verbessern, aber wir sind ja, wie gesagt, an einem historischen Anfang. Von den 200 Antworten wollen 10% die grünen Tiefbahnhofsgegner vor allem in deren eigener Partei durch kritischen Dialog stärken. Während 24%, also etwa ein Viertel, den Grünen insgesamt ins Gewissen reden möchte, mit Nachdruck. Also unter Druck setzen. Und zwar sich an ihre Versprechungen zu halten, nicht sonst. Das sind also insgesamt etwa ein Drittel. Etwa 8% sprachen sich in dieser ausgezählten Sequenz für prinzipielle Distanzierung von den Grünen aus. Eine ähnliche Kritik geht an die Adresse der SPD. Ist ja auch nicht verwunderlich. Beide Parteien werden jedoch nicht abgeschrieben.
Viele meinen ausdrücklich, dass bei aller Kritik nicht auf die Grünen und die Projektgegner der SPD verzichtet werden soll. Das können wir uns nicht leisten, heißt es. In einer ähnlichen Größenordnung wird die Unzufriedenheit mit den Grünen, wie die Unzufriedenheit mit den Grünen bewegt sich auch die Distanzierung gegenüber den Parteien, nach der ja auch gefragt war. Allgemein innerhalb der Bewegung, 25-30%, je nach Auswertung, wollen keine Parteien innerhalb der Bewegung, sondern Unabhängigkeit von den Parteien allgemein. Dabei wurde aber immer wieder angemerkt, dass sich das nicht gegen einzelne Engagierte richtet, die sehr wohl weiter bei uns mitmachen sollten. Was aber in mehreren Beiträgen gesagt wurde, es sollen keine Parteifunktionäre in irgendwelchen Beschlussgremien der Bewegung sein. Und eine andere Form der Abgrenzung, es sollten keine Parteibanner auf Demos mitgetragen werden. So viel zu dem Thema, wie sollen wir uns gegenüber den Parteien positionieren. Wie gesagt, da kommt noch eine gründlichere Auswertung dann in irgendeiner Weise in den nächsten Wochen zustande. Die zweite Frage, die ich bearbeitet habe, wie sollen wir mit der OB-Wahl umgehen? Da hat der Christoph gerade schon einiges Wegweisendes dazu gesagt. Im Mittelpunkt der Antworten stand die Frage, ob wir als Bewegung einen eigenen Kandidaten oder gleich 30 aufstellen sollten. 21, okay, Herr Sonnenfassenbeutel, in der Mitte. Als Alternativen wurden folgende Möglichkeiten angesprochen. Erstens ein grüner Kandidat, zum Beispiel Kuhn oder Palmer. Die Unterstützung anderer Parteien wurde nicht ernsthaft erwogen in den Antworten, die mir vorlagen. Mit Kuhn soll auch die CDU verhindert werden. Zweitens ein eigener Kandidat im ersten, die Unterstützung eines anderen Kandidaten, zum Beispiel Kuhn oder auch der CDU, in den folgenden Wahlgängen. Drittens der Wahlboykott. Viertens, die Wahl nicht einmal ignorieren. Fünftens, einfach die von der Wahl erregte Aufmerksamkeit für unsere Sache nutzen und den Pöstchenjägern zum Beispiel Wahlprüfsteine aus Neckartravertin in die Wege zu legen. Für einen Boykott. Gott sprach sich in der von mir untersuchten Sequenz von 200 Antworten nur einer aus. Für keinen Kandidaten 3 und für nicht einmal ignorieren der OB-Wahl waren es 4. Für Kuhn auf keinen Fall 2. Für die CDU 3 und für die Meistersinger 4. Der Meisterbürger. Für Kuhn himself sprachen sich immerhin 18 aus von 200. Das heißt also 9%, während 25, also 12,5%, man kann das immer halbieren, bekannten wir keine Ahnung. Aber das alles können wir anscheinend vergessen, denn 57% sprechen sich stolz für einen eigenen Kandidaten aus. Ich habe das noch einmal unterteilt. 46% sind für einen eigenen Kandidaten, ohne da besondere Ansprüche zu stellen. Er muss einfach von uns sein. Er soll aus unserer Bewegung kommen und unsere Argumente publik machen, egal wie die Wahl ausgeht. 11% jedoch wollen einen erfolgversprechenden Kandidaten, wie Conradi, Darbender, Sittler oder Schuster. Das heißt, Hauptsache nicht tun. Dass das keiner missversteht, ja?
Diese Worte rechnen Sie vielleicht mehr realistische Chancen für die Machtergreifung auch in der Landeshauptstadt aus. Und mit den Grünen geht das nun einmal nicht mehr. Aber eines muss ich noch nachtragen. Die bereit sind, Kuhn oder einen anderen grünen Kandidaten zu unterstützen, wollen das nur tun, wenn der verspricht, alles Mögliche gegen Stuttgart einzubringen. Zu der Montagsdemo. Die Montagsdemo habe ich bei der Auswertung von den Antworten gemerkt und die Stuttgarter und die vielen Leute aus dem Umland, das ist eine Liebesgeschichte. Das merkt man am ersten statistischen Ergebnis. 90% von allen Rückmeldungen fanden, man sollte auf jeden Fall mit den Montagsdemos weitermachen. Nach der Form war ungefähr 2/3 dafür, wir sollten nach wie vor eine Kundgebung und eine Demo haben. Ungefähr 15% fanden, wir sollten nur eine Kundgebung haben. Gab es ein paar ohne Angaben und andere Formen, Mischformen, dazu komme ich nachher noch kurz, wollten 14% haben. Also Montagsdemo ja, aber wie, das war jetzt eben noch offen. Das relativiert sich jetzt noch ein bisschen stärker, wenn es um den Ort geht. Es waren 50% dafür, dass wir das am Bahnhof machen sollten. Wechselnde Orte fanden 30% gut, wie man sieht, und den Marktplatz 12%. Und schließlich noch die Frage zum Rhythmus. Sollten die Montagsdemos nach wie vor wöchentlich stattfinden oder vielleicht 14-tägig oder monatlich? Und da sieht man, wie beim Hauptbahnhof waren 50% dafür, dass wir wöchentlich weitermachen sollten. Ich möchte mal ein Beispiel zitieren, was einer von den Leuten geschrieben hat, die was zurückgeschickt haben. Er schreibt: Egal wo die Montagsdemo und diese stattfindet, Hauptsache, wir haben jeden Montag ab 18 Uhr als Jour fix. Die Montagsdemo ist inzwischen zur Marke geworden. Deren Kern darf nie verändert werden. Die Ausgestaltung schon. Die Montagsdemo ist die Ursuppe, aus der alles Weitere entsteht. Das Wichtigste der Montagsdemo ist die wöchentliche Regelmäßigkeit und ihre Marktplatzfunktion. Ich bin zum Beispiel 4 Wochen in Urlaub, komme zurück, geht zur Montagsdemo, weil ich ohne nachzuschauen weiß, wann und wo sie stattfindet. Da geht weiter mit der Liebesgeschichte. Dort treffe ich alle meine Freunde, ohne mich mit ihnen extra verabreden zu müssen. Damit sie finanzierbar wird oder bleibt, kann man durchaus über einen Rhythmus nachdenken. Zum Beispiel einmal Demo mit Programm und Umzug, einmal nur Treffen, Austausch ohne Programm. Einmal im Monat sollte eine größere Samstagsdemo stattfinden. Okay. Jetzt aber auch mal eine andere Stimme. Das sind sozusagen die Konservativen unter uns, die jetzt auch geklatscht haben. Ja, wir haben ja auch Konservative unter uns. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Ich lese mal eine vor. Die Montagsdemos sind obsolet, da sie keine positive Außenwirkung mehr haben. Sie sind nur noch Selbstbestätigung, also Inzucht. Tja, jetzt klatscht keiner, aber zum Nachdenken ist es doch. Ja. Und jetzt noch eine, wie ich fand, relativ ausgewogene Mittelposition, aber hört mal selber. Was soll mit den Montagsdemos passieren? Sollen wir weitergehen, wöchentlich, solange wir merken, dass wir etwas zu sagen und zu zeigen haben? Bisher war das nach meiner Einschätzung fast immer der Fall.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, welchen Sinn die Demos verfolgen. Ich finde, dass allein schon die Aufklärung wichtig ist. Wenn wir aber merken, dass wir uns und der Welt nichts mehr Neues zu sagen haben, dann sollten wir mal eine Pause machen. Denn eine reine Ritualisierung ist nicht so gut. Wir sollten keine Angst vor Pausen haben. Der Schwung und die Mobilisierung hängen nicht davon ab, dass man möglichst viel macht, sondern Sinnvolles zur rechten Zeit. Hier setzen wir uns wohl manchmal zu stark unter Druck, so als müssten wir der Presse beweisen, was wir für eine tolle Demo hinkriegen. Und das Prahlen mit Zahlen ist sowieso nicht gut. Wir beziehen die Legitimität nicht aus der Masse, sondern aus der Qualität der Argumente. Auch ein Beispiel war eine dazu. Also ich kriege gerade ein Zeichen, dass ich Schluss machen muss. Ich habe jetzt eigentlich noch für eine Viertelstunde hier Stoff. Ich wollte nur ein paar wenige Sachen noch sagen. Also es gibt einfach ganz starke Widersprüchlichkeiten in den Positionen zwischen Argumenten, die sagen, wenn wir jetzt so weitermachen, dann ist es gut. Wir müssen auch auf der Schillerstraße bleiben, denn wir müssen sichtbar bleiben, wir müssen unbequem bleiben, wir müssen denen da oben zeigen, dass es uns gibt, und die blöden Autofahrer, die sollen ruhig auch mal merken, was auf sie zukommt. Die Gegenposition lautet, was nützt es uns, wenn wir in unserem Haufen, der nicht ganz klein ist, aber auch nicht so riesengroß, untereinander bleiben und niemand Neues mehr dazugewinnen. Wenn wir die Leute dadurch abschrecken, wenn wir Leute dafür wären, vor den Kopf stoßen und dazu bringen, dass sie sagen, mit denen will ich dann doch nichts zu tun haben. Das ist die andere Seite. Und die müssen wir auch mit bedenken, denke ich, und mit berücksichtigen. Genauso bei der Frage, ich glaube, ich lasse es jetzt einfach. Das wird ja später alles mal veröffentlicht und kommt demnächst raus. Auf jeden Fall, eins, was ganz wichtig ist, was als Wunsch schon immer wieder zum Ausdruck kam, wir sollten auf jeden Fall auf der Straße bleiben. Wir sollten auf jeden Fall unsere Argumente nach wie vor bei Kundgebungen und bei Demonstrationen vortragen, und wir sollten versuchen, dass gemeinsam zu tun und uns nicht untereinander zu zerstreiten, sondern nach einer Konsenslösung zu arbeiten. Okay, wir kommen zur Frage 2. Das ist ja auch eine Frage, die eigentlich schon seit vielen, vielen Monaten immer mal wieder hin und her im Raum schwebt. Soll sich der Widerstand öffnen für andere Themen? Und ich glaube, da haben wir auch mal drei so grobstatistische Auswertungen dazu. Erstmal eure Antworten, Öffnung oder Nichtöffnung. Mehr als die Hälfte der Stimmen befürwortet eine Vernetzung der Gruppen und Themen. Das ist ein Ja. Diejenigen, die die Öffnung nicht möchten, sagen, wir befürchten, wir würden unsere Kräfte verzetteln und wir sollten lieber in die Tiefe arbeiten statt in die Weite. Soll der Widerstand sich eher auf soziale oder Umweltthemen konzentrieren? Hier sind die Antworten eindeutig, wie ihr sehen könnt. Da brauche ich eigentlich gar nichts mehr dazu zu sagen. Und wie man sich konzentrieren soll auf S21 oder Stuttgarter Themen oder globale Gruppen, haben wir hier auch eine klare Aussage, dass das S21-Thema von den meisten, also von der Hälfte, guter Hälfte gewünscht wird. Das Thema S21 beinhaltet auch sehr, sehr viele Bereiche, die wichtig genug waren, dass die Teilnehmenden die extra nochmal aufgeführt haben. Zum Beispiel
der Schutz des Grundwassers, der Schutz des Mineralwassers, die Klimaveränderung in der Stadt, die Ausgleichsmaßnahmen für die Parkzerstörung, die Umweltzerstörung, die Zerstörung öffentlicher Güter, aber auch die Zerstörung öffentlichen Raumes, der uns der Reihe nach weggenommen wird. Der Denkmalschutz, der Naturschutz, der Erhalt oder der Ausbau der Gäubahn und die Filtertrasse. Das waren Themen, die zu S21 dazu genannt wurden. Sehr, sehr viele Nennungen beinhalteten auch das Thema Demokratie, nämlich echte Demokratie, wie es genannt wurde. Jeder von uns weiß, was damit gemeint ist. Direkte Demokratie wurde auch häufig genannt. Und dann etwas ausführlicher als Bürgerbeteiligung oder Umgang mit Demonstranten, Umgang mit Bürgerbegehren. Außerdem wurden zur Demokratie genannt noch explizit die Verflechtung von Polizei und Justiz, die schwäbische Viertelswirtschaft. Die Viertelswirtschaft war also einigen so wichtig, dass es wirklich häufig genannt wurde. Bürgerrechte stärken und auch das Versammlungsrecht wurde genannt. Bei den kommunalen Themen waren die Stadtwerke an vorderer Stelle, ebenso der öffentliche Nahverkehr und der Regionalverkehr. Die Stadtentwicklung und Stadtplanung, dann mit Abstand der Feinstaub, der Fluglärm auf den Feldern, alles noch als kommunales Thema. Die Hausbesitzer an der Seite, wo der neue Tunnel hinkommen soll, der Umgang mit dem öffentlichen Raum, auch häufig die Wohnungspolitik und die Mietentwicklung. Ganz abgehängt die OB-Wahl. An regionalen Themen wurden der Streckenverlauf im Neckartal, die Wendlinger Kurve, die Gäubahn und der Alpaufstieg genannt. Vernetzung mit anderen Bürgerinitiativen, ja, zum Beispiel in Frankfurt, um gleiche Strukturen aufzudecken oder um sich gegenseitig zu unterstützen und solidarisch aufzutreten, aber auch München wurde genannt, Gorleben und dann solche Vernetzungen wie mit der Occupy-Bewegung gegen ACTA oder sehr häufig auch Anti-Atom. An sozialen Themen, die wurden leider nicht so ausführlich bezeichnet, da wurden nur kurz genannt Migranten, gerechtes Gesundheitssystem, Bildung immer wieder, Jugendoffensive, soziale Gerechtigkeit. Und die soziale Gerechtigkeit, die kam auch in den Bereich, wenn es praktisch um übergreifende Themen geht, nämlich Finanztransaktionen und Spekulationen, wo sehr viele von euch gesagt haben, das ist uns wichtig. Wichtiger noch als der Umweltschutz bzw. die Umweltzerstörung. Auch die Umverteilung des Geldes, dieses immer nur von unten nach oben, wurde sehr häufig genannt. Dann die Kostentransparenz, nicht nur bei S21, wir brauchen sie überall. Die mafiöse Immobilienbranche, ich zitiere. Dann exemplarische Zerstörungen durch den Neoliberalismus. Also dass da Finanztransaktionen, auch der Abbau der Demokratie, dieser neue, was der Hannes Rockenbauch vorher gesagt hat, der Absolutismus der Ökonomie, all das gehört ja mit zu diesem neoliberalen System. Auch spannend fand ich die Forderung, Großprojekte sollten miteinander verglichen werden. Sie müssten die gleichen Strukturen haben und wir könnten was daraus lernen oder andere vielleicht von uns. Die Frage von Haftung und Strafverfolgung wurde noch genannt. Wer haftet für welche Schäden? Niemand wieder, da niemand oder keiner waren es dann. Auch das Thema Energie, bedingungsloses Grundeinkommen
Atom- und Umweltpolitik wurden genannt. Das war mein Teil. Okay, dann kommen wir jetzt zur Strukturfrage. Ja. Also zu Frage 6. Welche Ideen habt ihr, wie die organisatorische Struktur des Widerstands verbessert werden kann? Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Anscheinend kann man das Chart in dem anderen Raum nicht sehen, also bitte gerne die Prozente vorlesen. Das ist schwierig. Aha. Okay, bei der Frage 6 war es ein wenig schwierig in der Auswertung, weil wir konnten da keine klare Differenzierung zwischen Ja, Nein, Schwarz-Weiß und so weiter machen. Viele Aussagen haben sich auch überschnitten, um die in einen bestimmten Bereich reinzuordnen. Und ich möchte ehrlich gesagt auch jetzt nicht allzu viel Zahlen und Daten nennen. Wer da Näheres erfahren möchte, kann nachher gerne auf mich zukommen. Also. Viele haben den Begriff Vernetzung genannt, das gehört ja zur Struktur. Und da hat sich ein großer Teil, das versteckt sich in dem Bereich Blau, Organisation der Gruppe, dahingehend geäußert, dass es sich eine bessere und optimierte Vernetzung intern, das heißt innerhalb vom Widerstand, wünschen. Für die regionale Vernetzung, das heißt landesweit Gruppen, die mit anderen Themenschwerpunkten beschäftigt sind in der Stadt, und auch die bundesweite Vernetzung haben sich circa jeweils 2/5 von dem orangenen Bereich hier Themenvernetzung außen ausgesprochen und 1/5 wünscht sich die internationale Vernetzung. Im Bereich, in dem blauen und in dem roten Bereich Kritikpunkte und Organisation der Gruppen, da versteckt sich viel Medienkritik oder Nutzung der Medien. Also die Mediennutzung, dass sich die Aussagen und die Informationsmöglichkeiten innerhalb und auch die Wirkung nach außen, also dass sie sich darauf hinbeziehen. Für die Außenwirkung in der Öffentlichkeit stand der Wunsch nach mehr und optimierter Medienpräsenz, zum Beispiel über Radio, Fernsehen, Internet und Printmedien. Ein vielgenannter Vorschlag war, diesbezüglich auch die eigene Pressearbeiterbewegung zu optimieren. Intern kam vorrangig der Wunsch zum Ausdruck, die widerstandseigenen Darstellungen und Seiten im Internet zu verbessern, das heißt die Seiten bündeln, übersichtlicher und informativer gestalten und Termine besonders hervorheben. Newsletter über aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen sollten regelmäßig verschickt werden. Da viele Menschen nicht über einen Internetzugang verfügen, wünscht sich eigentlich unerheblicher Teil der Befragten diese Informationen als Rundbrief. Termine, Neuigkeiten und Entwicklungen S21 betreffend werden auch unbedingt bei den Demos als Redebeitrag angefordert. Dann allgemeines, also ein paar von den Befragten hat Bedenken geäußert, dass wir uns überorganisieren. Dann der gelbe Bereich, 16% Dank und Lob, haben viele geantwortet, dass alles okay so ist, so wie es ist. Okay ist und haben sich bedankt für die Arbeit, die wir machen. Dann bestehende Gruppen sollten unterstützt und verstärkt werden, sogar neue gegründet werden. Das findet sich auch im blauen Bereich Organisation. Dann haben wir hier den lilanen Führungsstrukturen, also da hat sich rauskristallisiert, das war so ausgedrückt, wenn ich das zusammenfasse, dass der Wunsch nach mehr Bürgerversammlungen bzw. solche Veranstaltungen wie jetzt der Ratschlag heute geäußert wurden. Diese sollen auch dazu dienen, ganz basisdemokratisch Entscheidungen zu treffen, sowie die offiziellen Sprecher der Bewegung zu wählen. Ein erheblicher Anteil wünscht sich sogar ein Gesamtbündnis aus Aktionsbündnis, Parkschützer, Fachgruppen und da ist oft das Schlagwort Bündnis 2.0 gefallen. Des Weiteren sind Meinungsumfragen wie diese weiterhin gewünscht. Das fanden viele toll und haben das auch so ausgedrückt. Ein Hauptanliegen der Befragten.
Sachsen war die Forderung nach mehr Transparenz sowie ein Who is Who des Widerstands. Ganz besonders möchte ich noch hervorheben, dass oft der Wunsch nach mehr Solidarität, Toleranz sowie gegenseitigem Respekt geäußert wurde. Hierzu gehört auch die Forderung nach, ich zitiere jetzt wörtlich, verbaler Abrüstung, insbesondere hinsichtlich virtueller Erscheinungsformen. Hat zuvor Wenn ich jetzt nicht die letzte Rednerin hier bin, möchte ich mich im Namen vor aller, die an der Sache beteiligt waren, mich für die ganz super tollen Antworten bedanken, die da reingekommen sind. Die Leute, die haben sich irrsinnig Mühe gemacht, da sind richtige Schätze dabei. Ich finde es schade, dass wir nicht alles hier jetzt so vortragen können, aber dann stehen wir heute Abend noch da. Und ich möchte mich auch ganz besonders für die netten Worte bedanken, die sich am Ende immer gefunden haben. Auch wenn es nur ein kleines Dankeschön war oder ein Lob, das war ein unheimlicher Motivationsschub für diejenigen, die die Auswertung gemacht haben. Danke. So, jetzt das Letzte, die große Richtung, ja? Und welche Folie brauchst du? Wir waren ein Team zu dritt und wir hatten die ganz große Gretchenfrage zu beantworten, und zwar die Schwerpunktfrage. Wo soll man den Hebel ansetzen? Worauf sollten wir in Zukunft Wert legen? Wo sollten wir hingucken? Was ist der Ansatz, wo es weitergeht? Das heißt, wir haben da ganz offen gefragt, keine Vorgaben gemacht, und alle haben dann auch sehr offen geantwortet. Es waren die uns vorlagen fast 400 Fragebogen, und wenn man so sieht, was an Antworten gekommen ist, hatten wir ungefähr 2500 Einzelantworten. Und da sollten wir uns dann durchfinden. Es gab übrigens auch einen Anteil, vielleicht kann man da schon mal aufs nächste Bild gehen, von Menschen, das ist der Punkt KA, keine Angabe. Es gab also viele Menschen, die einfach in dem Moment noch keine Antworten hatten, die sich aber mit der Sache auseinandergesetzt haben, zu vielen anderen Fragen Antworten hatten, und ich finde das wichtig als Prozess zu sehen, man hat nicht immer eine Antwort. Und das, was jetzt hier ist, das muss man auch mal ganz klar sehen, das sind 400 Fragebögen gewesen. Dahinter stecken Einzelpersonen, dahinter stecken aber auch ganze BGs, zum Beispiel zwischen 10, 15, 20 Personen. Und dennoch ist es eine Antwort, die jetzt hier da ist, ehe wir jetzt weiter miteinander gesprochen haben. Das ist ein aktueller Stand, der aber auch in Bewegung ist. Wenn wir uns jetzt austauschen, kann es sein, dass Sie Ihre Schwerpunkte plötzlich weiter verändern und auch weiterentwickeln. Das ist also wirklich nur ein Status quo. Dadurch, dass jetzt das nicht lesbar ist, werde ich die wichtigsten Dinge zusammenfassen für alle, die in den anderen Räumen sitzen. Das hatte ich sonst nicht vor. Ganz generell kann man sagen, was sind die wichtigsten Hebel? Im Prinzip haben weit über 90% S21 oder K21 als den Schwerpunkt in ihren Antworten impliziert. Das war also mit enthalten. Das heißt, natürlich ist der Blickwinkel auf dieses Projekt. Wenn man das jetzt mal, ich zitiere da was dazu. Und zwar sagt auch jemand, weil wir uns ja immer die Frage stellen, soll der Widerstand weitergehen oder nicht? Weil ja auch viele jetzt zu Hause sind und denken, was hat es jetzt noch für einen Wert? Der Widerstand muss selbstverständlich unvermittelt weitergehen, und zwar intensiver denn je. Alles andere wäre ja eine Kapitulation bzw. Selbstaufgabe. Und das hat ja die Hebel, die dann genannt worden sind, ich gehe jetzt nachher in Gruppen darauf ein, das ist ein sehr buntes Spektrum. Einerseits werden hier Sachthemen genannt, einzelne Sachthemen, oder auch Verhaltensweisen, also wie und was wir tun können. Man sieht es zum Beispiel ganz unten, ein wichtiger Punkt, nachdem das zweitunterste, der zweitunterste Balken ist, die Baustelle S21 mit all diesen verschiedenen Teilbaustellen, die da dazugehören. Dann der nächste ganz große Punkt war, wo wir ansetzen sollen, die Öffentlichkeitsarbeit. Und das dritte als nächstes war das Thema Widerstand, im Widerstand zu bleiben oder Widerstand zu leisten.
gleich auf, auch mit gut 20% Nennungen sind das Thema Recht und die Ausschöpfung aller juristischen Möglichkeiten. Und das nächste Thema haben wir so zusammengefasst, da geht es um Umweltfragen, da geht es, weil es ja auch ein Teil der Umwelt, der Natur ist, um die Mineralquellen und auch um das Thema Verkehr, also wie Verkehr gesteuert wird oder welchen Verkehr, welche Art von Verkehr wir eben wollen, Straßenverkehr, Bahnverkehr und so weiter. Politik bedeutet, Druck auf Politiker zu machen. Beobachten bedeutet einfach diese Wachsamkeit und so weiter. Ich gehe jetzt auf die anderen Sachen in den nächsten Tabellen noch ein, sonst wird es hier zu lang. Die nächste Frage, die sich stellt, ist, wo sollen wir jetzt primär genauer hingucken? 42% nennen die ganze Baustelle S21 und die Abschnitte davor. Von der Bedeutung her wurde da hauptsächlich genannt, wir müssen uns noch mit dem Stresstest auseinandersetzen. Das ist etwas Wertvolles, mit dem wir arbeiten können. Jemand sagt, viele haben auch gesagt, wir müssen uns mit allen diesen Baustellenthemen gleichermaßen aufsetzen. Ein Viertel der Antworten hat sich darauf bezogen, schaut auf den Bahnhof, also diesen Bahnhofsbau jetzt, der im Park stattfinden soll, wenn er denn überhaupt noch stattfindet. Dann das Thema GWM ist wichtig, das Thema Filterbahnhof, die Sicherheit. Dann einfach auch der Blickwinkel zu sagen, lasst uns auf K21 gucken und lasst uns auf die Tunnels, die Probleme in den Tunnels gucken. Das Thema Recht ist eigentlich ein selbstredendes Thema, die Ausschöpfung aus dieser juristischen Möglichkeiten. Bei den Umweltthemen, die genannt worden sind, haben sehr viele hingewiesen auf den Hebel Mineralquellen, allgemein Umweltschutz, die Verkehrsthematik und auch den Park, das Stadtklima und die Energiefrage. Bei der Politik ist vor allem der Wunsch der, da kommen wir wieder auf das, was auch in anderen Fragen genannt worden ist, Transparenz herzustellen. Der Wunsch, die Politiker weiter zu konfrontieren und auch die Politiker zu fordern. Das dritte Thema, wo viele den Hebel ansetzen, das ist ein Hebel, der also explizit von insgesamt 15% genannt worden ist, das ist das Thema Kostendeckel. Also sobald der Kostendeckel gesprengt ist, das halten viele für einen ganz wichtigen Ansatzpunkt. Ja, die Verfilzung von Politik und Wirtschaft ist noch das Thema und weiter hinten erst die DB als Konzern. Rund 10% nennt das Thema Bürgerbeteiligung, also diese Frage, wie können wir mehr Einfluss nehmen, dass das ein Hebel ist, an dem man ansetzen kann, um auch weitere Mitstreiter zu gewinnen. Dann zur nächsten Folie. Was können wir jetzt tun? 32% finden Öffentlichkeitsarbeit wichtig und auch die Überlegung, wie wir das professioneller und gezielter tun können und wie wir alternative, heißt unbeeinflusstere Medien nutzen können. Wie machen wir das? 22% nennen eine Haltung wichtig, nämlich überhaupt weiter Widerstand zu leisten und die überlegen sich auch, wie wir Widerstand leisten sollen. Der Widerstand soll einerseits immer sichtbar sein, dass man also merkt, wir sind noch da. Die nächsten nennen das Thema, ob es nicht die Frage ist, wir sollten uns vielleicht die Frage stellen, ob es gut ist, für etwas zu sein, statt dagegen, dass wir uns also überlegen, wie können wir das dafür darstellen. Der Grund ist der, zu sagen, das, was wir wollen, müssen wir visualisieren, das müssen wir auch anderen visualisieren. Und wenn wir immer sagen, wir wollen kein S21, das kein geht unter, aber S21 bleibt sozusagen im Gedächtnis. Das ist die Überlegung, die dahinter steckt, wo man vielleicht auch weiterarbeiten kann. Wichtig ist auch, vielen Mitstreiter zu gewinnen, also dieses einfach auf eine breitere Basis zu stellen und auch einfach der Sand im Getriebe zusammen zu sein, zusammenzuhalten und einfach zu versuchen, so wie wir uns aufstellen, auch nach außen wieder Sympathie zu gewinnen. Das verbindet sich wieder mit dem, für etwas zu sein. Die interessantesten Ideen... Die Frage war dann noch, wo kann man selber aktiv werden? Widerstand, wurden ganz klar die Form genannt Demo und auch die Form Blockade inklusive zivilem Ungehorsam. Auch das Thema eine neue Partnerschaft. Bei der Vernetzung wurden genannt Flyer und Infostände, persönliche Gespräche
und dass man auch zu den spontan genannten Vernetzungen, die ja auch da schon als Hebel genannt worden sind, ganz konkret den Kontakt nach Frankfurt und ins Susertal genannt hat. Und die Idee ist, sich mit anderen Bürgerinitiativen zu vernetzen, auch um der Kriminalisierung zu entgehen und stärker zu werden. Bei den Aktionen wurde genannt, überhaupt einfach aktiv zu sein. Die sollten spontan sein, vielfältig, unberechenbar, störend. Das Thema Flashmob war da. Und ich nenne einfach mal ein paar Beispiele, die genannt worden sind. Einerseits die Mineralwasserverkostung. Dann das Thema Hearings. Das bedeutet, dass wir Veranstaltungen machen mit Experten. Offene Veranstaltungen, die einfach insgesamt informieren. Nicht nur uns, sondern eben auch interessierte Bürger. Dann eine interessante Sache, Guerilla-Wahl, wusste ich am Anfang auch nicht. Es ist gemeint, das so ähnlich wie in Nürtingen zu machen. Und einfach zu sagen, wir einigen uns auf einen Kandidaten und schreiben den drauf. Das ist eine Art, sozusagen ein Statement abzugeben und gleichzeitig nicht die zu wählen, die auf der Liste zu stehen. Das ist einfach eine Sache, die ich mal nennen möchte. Dann war noch eine Idee, einen Mahnmal zu gestalten für den Park oder einen Soli-Zaun für Plaketten. Und als letztes finde ich auch, das ist eine persönliche Meinung von mir, Staubsaugen am Neckartor, Feinstaubsaugen am Neckartor. Wenn man überlegt, wie kreativ das ist, was Ihnen vielleicht noch alles im Kopf umschwebt, ist das einfach ein guter Ansatz. Bei der öffentlichen Wahrnehmung ein Satz. Es ist wichtig, sagen die Leute, das Image sich anzuschauen, ob wir das nicht vereinfachen und vereinheitlichen können, dass wir uns mit Werbefachleuten innerhalb unserer Bewegung zusammensetzen und eine gesamte Präsenz schaffen, wo wir also auffindbar sind. Struktur ist noch das Thema. Die Frage wurde gestellt, sollen wir ein Verein sein? Sollen wir ein breites Bündnis für K21 gründen, in dem sich viele Bürgerinitiativen treffen? Dann war eine Idee da, ob es vielleicht gut wäre, einen überregionalen Parkschützerkongress zu machen, weil es ja auch bundesweit Interesse an unserem Widerstand gibt. Oder vielleicht auch, ob wir einen Bahnhofsbetriebsverein gründen. Ich glaube, es geht darum, dann zu sagen, wir brauchen auch Gleise. Das sind einfach nur Ideen. Wichtig dabei sind Fachgruppen und die Experten. Das halten viele für wichtig, dass wir uns weiterhin, so wie wir das jetzt tun, auch mit Experten, also dass Experten uns den Input liefern. Und zum Thema Politik und Filz als letztes gab es das Thema, wir sollen die Frage nach dem Nutzen des Projektes stellen. Wir könnten ein Schwarzbuch erstellen. Wir könnten Politiker oder Bahn besuchen. Dann war noch die Frage aufgeworfen worden, ob wir Lobbyarbeit betreiben oder ob wir vielleicht nochmal Kontakt mit Geisler aufnehmen. Man muss Fragen stellen, zu Antworten zu kommen. Oder ob man mehr Druck auf die SPD macht. Das sind jetzt einfach nur ein bunter Strauß von Ideen gewesen, um einfach mal zu erläutern, wie viel krass das alles war. Wir haben hinten auf der dritten Wand diese Fragen nochmal zur Diskussion gestellt, weil wie gesagt, wer hier geantwortet hat, ist ja nur ein Teil unserer Bewegung. Dankeschön. Okay, das war jetzt ein Flash auf die Ergebnisse. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wir werden auch alle restlichen Nachzügler-Antworten noch einarbeiten. Wir werden die Auswertung auch nochmal überarbeiten und ich stelle mir idealerweise vor, dass dann nachher so ein 30 Seiten rauskommt, die man dann entspannt daheim lesen kann, wo dann auch noch ein bisschen mehr Fleisch dahinter ist. Wir wollen aber jetzt, also ihr habt jetzt alle gehört, was sagen wir mal, in den letzten anderthalb Wochen dazu gesagt worden ist. Ihr habt die groben Richtungen gehört und wir wollen euch jetzt Gelegenheit geben, da ein paar Minuten in kleinen Gruppen euch darüber auszutauschen mit euren Nachbarn oder wenn ihr mit euren Nachbarn nicht reden wollt, mit anderen Leuten um die Ecke. Und uns dann auch nochmal, wie ihr die Sache jetzt seht, rückzumelden. Und dafür stehen, wie gesagt, auf der linken Seite die Pinnwände und auf der rechten Seite die Pinnwände.
Wir haben hier schwarze Stifte, die werden wir nachher an den Ständen auch verteilen. Da werden auch Leute stehen. Gehen einfach in der ersten 45 Minuten der Pause da vorbei, macht eure Striche dort, damit wir das dann am Ende der Pause auszählen können und euch dann sagen, was dabei rausgekommen ist.